Ja, da war die Folge gestern mit ein bisschen arg Überlänge. Sorry dafür, 26 Minuten. Aber okay, wir waren jetzt, war jetzt so ein bisschen sehr konzentriert beim Bauen. Guck mal, ob wir noch genug Holz haben. Das sollte reichen. Nein, das sollte nicht reichen. Zieht er nämlich das Falsche nach unten. So. Dann kommst du erstmal. Wie gesagt, dann machen wir eine Seite Kühe, eine Seite Schweine. So, warte, dann kommt da noch. So, 1, 2, 3, passt. Ich hätte gerne hier auch noch eine Reihe höher. So, eine Reihe oben, eine Reihe unten und zwei an jeder Seite. Gut. Ja gut, die Reihe unten ist sowieso normal. Jetzt leckt das gerade so ein bisschen. Warte, du nicht. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So, guck mal. Ja. Das ist nicht so groß geworden, wie ich befürchtet hatte. Pass mal auf, ich mach mal eben hier das Dach zu. Und dann gehen wir erstmal pennen. Das letzte, was der Bauernhof dann noch brauchen wird, ist ein Hühnerstall. Nein, das war schon wieder das falsche Holz. Guck mal, wir können sogar noch welche machen. Plopp. Aber der wird eher kleiner werden. Ich weiß gar nicht, vielleicht grenzen wir den auch direkt an dem Stall hier an. Huch. Wie gesagt, wir bauen den nur zu, dann pennen wir es. Wird zu dunkel sonst. Oh. Ach so, ja, der Zaun. So. Diesmal zieht er die richtigen. Nein, diesmal nicht. Wir können ja gleich auch mal vom Balkon gucken, wie es aussieht. Ob das so ein bisschen stimmig ist oder ob es die Landschaft jetzt völlig verschandelt. Aber ich würde es auch ungern. Ich kann mich daran erinnern, dass wir auch in der ersten Welt hier auch so einen komischen Klotz stehen hatten. Der war, okay, der war deutlich größer als der hier. Der dann im Nachhinein auch wieder weggerissen wurde. Aber der war, ja doch, der war deutlich hässlicher. Okay, ich sag schon deutlich hässlicher. Nein, eigentlich ist das Ding ja gar nicht so hässlich. Es muss ja erstmal fertig sein. Dann können wir mehr sagen. Oh, ich setze hier mal an die Fenster überall eine Fackel. Und dann halt hinterher schauen, wie wir das hier ausgeleuchtet kriegen. Aber ich glaube, das reicht so dann. So. So, dann gehen wir jetzt mal ins Bettchen. Ach, das sieht, wie gesagt, es sieht stimmiger aus. Es sieht nicht nur einfach so wie, ne, wir stellen uns ein Haus hin, ein paar Felder drum und fertig. Und sehen zu, dass die Felder immens groß werden. Sondern es macht schon, ja, sag doch auch mal was, es macht schon ein anderes Bild, oder? Was sehe ich jetzt so ein bisschen? Ne, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, mit dem Grünen da hinten. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Man könnte jetzt natürlich hier auch den Weg hinsetzen, damit es halt etwas, du musst von beiden Seiten drankommen. Für Kies haben wir noch nicht genug, also lassen wir das erstmal. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal pennen. Und dann kommt gleich der Albtraum des Ganzen. Wir brauchen Fichte. Birke.
muss ich nochmal hoch, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch was haben. Und wenn doch, habe ich es gerade wahrscheinlich mit rübergenommen. Ich muss das auch noch aussortieren. Eichensetzling, Eichensetzling, Ranken? Ach, das ist Birke. So gut, pass auf, wir gehen jetzt erstmal ein paar Birken fällen. Und diesmal brauchen wir gar nicht mal so wenig. Ist eben noch... Ne, wir fällen alles an Bäumen, was wir jetzt vor die Axt bekommen. Glas lassen wir noch durchköcheln. Es tut mir leid, wir müssen hier fast alles wegholzen. Wir brauchen jetzt immens viel noch. Ihr könnt es euch schon denken, nicht wahr? Ich sage jetzt, gebe jetzt schon mal als Hinweispunkt, das Dach wird sehr hoch werden. Und hier hätte ich es dann doch, ja, wir nehmen die Dächer. Wie gesagt, es ist halt ein einfacher Bauernhof. Die Leute hatten damals nicht die Masse Geld. Und ja, da hast du halt nicht irgendwie das so pompös, sondern du hast da einfach was hingezimmert und fertig. Wenn du halt nur eine Holzsorte hast, ne, dann kannst du es halt nicht anders machen. Oder nur ein Baumaterial hast, dann kannst du halt nicht mehrere mischen. Es geht halt nicht. Das sollte auch schon so ein bisschen ja, realistisch sein. Ich bin jetzt kein Geschichtsexperte, deshalb, ne, ich weiß nicht, wie früher die Bauernhöfe aussahen. Aber so einen alten Bauernhof könnte ich mir schon so vorstellen, dass die halt nicht so prunkvoll waren, ne, sondern eher so wie hier, so Holz gehalten. Ja, Stein schon, aber ich jetzt gerne in Holz. Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach. Wenn es hinterher einigermaßen gut aussieht, dann bin ich ja schon zufrieden. Was wir jetzt allerdings machen müssen, wenn wir hier schon alles wegklatschen gerade. Wir brauchen reichlich Setzlinge. Also wir dürfen jetzt nicht viel Setzlinge hier die spawnen lassen. Wir müssen sehr, sehr viel mitnehmen. Wir gucken mal eben hier. Hier waren wir drin. Ach, das ist die Höhle von vorhin. Ja. Die müssen wir dann auch noch zuschütten hinterher. Wie gesagt, jetzt Setzlinge sind wertvoll. Gerade Birke. Eiche haben wir, glaube ich, noch reichlich von. Birke eben nicht mehr so viel. Guck mal, da hängt schon ein Apfel drin. Oder noch ein Apfel drin. Wie gesagt, die pflanzen wir aber auch alle wieder neu an. Nur im Moment ist halt... Ich guck mal da hinten, ob wir da noch ein bisschen Birke zwischen finden. Ups. Im Moment ist Holz halt sehr wertvoll für uns. Gerade bei dem Projekt, glaube ich, wird jetzt ein bisschen sehr viel Holzex gehen. Wo ist denn hier? Hallo? Baum? Ach, da unten. Ja, und hier müssen wir dann nachher gucken, weil ich glaube nicht, dass das despawnt. Muss man eben kurz gucken. 36 sind deutlich zu wenig. Ja, wir haben halt fast nur Eiche hier. Ich glaube, wir setzen uns auch mal so einen ganzen Birkenwald hier hin. Dass wenn man so kommt wie jetzt, dass man viel davon braucht, dann auch viel davon hat. Hier haben wir auch nochmal 3. 5 sogar. So, dann haben wir da hinten noch 2. Ja, ich mache alle weg hier, weil ich glaube, dass die spawnen sonst nicht. Weil die ja wieder miteinander verbunden sind, sozusagen verwurzelt. So, und jetzt gehen wir mal Setzlinge suchen. Da sehe ich schon mal Birke. Ganz viel Eiche. Eine. Ganz viel. Ja, 3. Da haben wir auch noch... Oh, doch, hier sind reichlich. Aber alles wieder primär Eiche. Wie machen wir das hier? Können wir auch kurz überlegen. Ich weiß, wir hatten ja halt die Brücke, aber ich glaube, wir bauen hier eher so eine Bootsverkehr zwischen. Wir bauen hier irgendwo so einen kleinen Hafen hin und auf der anderen Seite auch. Ich
glaube, das macht mehr Sinn. Oder wir bauen doch eine Brücke. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja noch genug Zeit bis dahin. Ich will erstmal hier so ein bisschen fertig, bevor wir auf der anderen Seite anfangen zu bauen. Ach, guck mal, was hier an Setzlingen ist, ja. Aber ich glaube, die Birken, da kriegst du gar nicht so viel raus, ne? Oder täuscht das gerade einfach nur? Ich glaube, du kriegst mehr Setzlinge aus Eichen als aus Birken. Haben wir da schon welche von? 64 mal Eiche, 34 mal Eiche, 9 mal Birke. Okay, wir hatten jetzt auch schon welche mit an Setzlingen, glaube ich. Hatten wir welche mitgenommen? Weil es ist so viel, ultra viel Eiche. Jetzt gehen wir mal in den Bereich, wo wir die Birken gefällt haben. Ich sehe gerade noch eine. Nehmen wir natürlich auch noch mit. So, da haben wir eine. Guck mal. Haben wir sogar drei, vier. Wo waren die hier hinten? Da. Da sehe ich schon mal Eiche, Eiche, Birke. Mal wieder Birken. Ist auch noch eine Birke drin, ja. Und der Rest wieder Eiche. Ich verstehe es nicht. Sind Birken irgendwie so besonders hier oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir haben gerade mal 18... Wäre echt 18 Stück erst davon. 18 mal Birke. Ja, okay, sind 18 Bäume. Sind hier welche ins Wasser gefallen? Nee, ne, oder? Ne, sieht nicht so aus. Und sagt, es ist echt merkwürdig. Sonst haben wir aber keine Birken hier weggesenzt. Ne, doch da vorne gerade. Das müssen wir auch noch zumachen. Da haben wir noch zwei. Da hinten ist auch noch eine. Können wir jetzt auch einreden, dass das besser geht, wenn man die Blätter wegholzt. Aber nein, das ist nicht so gut. Dann müssen wir damit leben erstmal. Ups, haben wir hier noch was? Ja, Eiche. Aber doch, ist auch nochmal Eiche. Ja. Da drüben haben wir noch zweimal Birke stehen. Muss auch oben gucken, ob wir noch Birkensetzlinge... Wir können doch mal eben ganz kurz ins Haus gehen. Ob wir noch Birkensetzlinge haben. Ich muss aber gestehen, ich glaube eher weniger, ne? Ja, 4 haben wir 25. Sogar nochmal 44 Treppen. lass mich überlegen. Also ja, Glas müssen wir gleich erstmal rausnehmen. Hier haben wir auch nochmal dreimal Birke. Ja doch, es ist Eichensetzlinge. Wir haben so viele Eichensetzlinge, ne? Gebratenes Hühnchen nehmen wir auch mal mit. So, den Sand packen wir erstmal. Ne, den nehmen wir mit. Den schmeißen wir gleich in den Ofen, falls das Glas jetzt fertig ist. Gehen wir jetzt einmal hier rüber. Haben wir Erde mit? Ja, ich muss ja gleich irgendwie auf das Dach kommen. Diesmal machen wir es aber ein bisschen anders. So, 58. Wo ist der Sand? Da. Dann setzen wir jetzt erstmal hier die Gläser ein, die Scheiben. Kann man so machen, muss man nicht, aber es geht. Huch. Das ist natürlich schon wieder Verschwendung. Bin am Überlegen, ob wir hinterher auch Türen einbauen auf der Seite.
Also ich werde jetzt vor der Aufnahmepause gucken, wie weit wir noch mit dem Haus hier kommen, mit der Scheune. Mit dem Stall viel mehr. Das war schon. Alter, wie viel Glas hier drauf geht. So, dann gehen wir mal aufs Dach. So, und dann gucken wir mal, wie wir mit der Birke hinkommen. Ich hoffe, dass es passt. Glauben tue ich es nicht. Und dann nimmt er schon die falsche. Ach, da kommen wir um Längen nicht mit hin. Pflanzen wir gleich erstmal. Oder wir gucken, haben wir woanders noch Birke? Ja, da oben sehe ich welche. Wir gucken gleich erstmal noch nach Birke hier rum. Das heißt, wir verbraten die jetzt erstmal. Oh Gott, wird das hoch. Wird das hoch. Mein Gott, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. So. Ja, geht eigentlich doch. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, warte mal. Wir haben noch 44 Stufen, die wir hier reinklatschen können. Ja, das ist schon wieder genial. Ja, wir müssen natürlich außen wieder verlängern. Anstatt ich das jetzt sofort mache. Doch, das mache ich sofort. Plopp, plopp, so. Jetzt ein bisschen konzentrierter, weil sonst geht hier wieder zu viel am Material-Ex. Warte mal, ich nehme die mal eben mit. Holzen wir gleich weg. So, kommen drei Hammer noch. Wenn ich jetzt hier runterspringe, überlebe ich das? Aua. Ich glaube, ich sag ganz ehrlich, bei der Masse an Tieren, die hier rumlaufen, ercheaten wir uns von jeweils zwei, also zwei Schweine und zwei Kühe, und den Rest müssen wir dann halt selber vermehren. Nur, dass wir den Grund haben.